Und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da geht es um die Ukraine-Krise bzw. um die möglichen Ernährungsengpässe. Die Preise steigen. Das war hier natürlich heute auch immer schon Thema. Die Ukraine ist einer der größten Getreidelieferanten weltweit. Das Getreide kann aber nicht geerntet werden. Wenn es schon geerntet wurde, kann es nicht aus der Ukraine gebracht werden. Das ist ein Problem. Eine Ernährungskrise droht. Die Unionsfraktion sowie die AfD-Fraktion haben jeweils Anträge eingereicht und fordern jeweils auf ihre Art dagegen vorzugehen. Erste Rednerin ist allerdings von der Grünen-Fraktion, Anne-Monika Spalleck. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, jeden Tag, wenn wir die Nachrichten verfolgen, sehen wir unfassbares Leid. Familien weinen um ihre Kinder, um Angehörige, um ihre Heimat. Und viele wissen nicht, wann und ob sie wieder zu essen bekommen. In der Ukraine, in den Kriegsgebieten, aber auch weltweit. Wir sehen brennende ukrainische Weizenfelder, zerstörte Lagerhallen, bombardierte Transportwege. Und genauso sehen wir aber auch in Indien unfassbare Hitzen, Überschwemmungen im zweitgrößten Anbauland für Weizen. Und wir sehen auch Menschen, die sich am Horn von Afrika auf den Weg in eine neue Heimat machen, weil sie in ihrem Land aufgrund von Dürren sonst verhungern würden. Und gleichzeitig sehen wir Börsenpreise für Weizen, die auf dem höchsten Stand der Geschichte schnellen. All diese Bilder sind kaum zu ertragen, und sie lähmen fast meinen Verstand. Aber wir dürfen uns nicht lähmen lassen und einseitige Schnellschüsse machen. Wir müssen alle Krisen zusammendenken, und das ist jetzt unsere Verantwortung, das heißt auch frei von allen fossilen Energieträgern. Wir müssen jetzt den Mut haben, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen, wie es schon Immanuel Kant anmahnte. Sie aber, meine Damen und Herren von der CDU/CSU, schlagen mit der kompletten Aufhebung der 4-prozentigen Stilllegung eine Rolle rückwärts vor, als gäbe es keine Biodiversitäts- und keine Klimakrise. Sie wollen ernsthaft alte Brachen wieder umbrechen, was wiederum einen erheblichen CO2-Ausstoß nach sich ziehen würde. Und Sie wollen ernsthaft auf ertragsschwachen Biodiversitäts massenhaft teuren Dünger verwenden, damit dort minimal Weizen wächst. Und Sie wollen ernsthaft die für die Biodiversität so wichtigen Hecken und Landschaftselemente roden lassen, den Bogen beackern und damit Düngerweizen anbauen. Nein, das würde nicht viel helfen, sondern mehr Schaden. Und da waren sich die Experten in der Anhörung auch einig. Und es gibt ja klügere Lösungen, und die gehen wir bereits an. Und da bin ich unseren Ministerinnen auch sehr, sehr dankbar. Wir wollen den Einsatz von Nahrungs- und Futtermitteln für Biokraftstoffe schnell senken bis 2030 auf null. Und bereits 2023 sollen so 1,1 Hektar Anbauflächen frei werden. Das sind 4,2 Millionen Tonnen Weizen. Wir haben das Fruchtwechselgebot um ein Jahr verschoben, das wieder mehrere Millionen Tonnen Weizen möglich macht. Und vor allem leiten wir mit der Ernährungsstrategie und dem Umbau der Tierhaltung Langfristmaßnahmen ein. Denn wenn wir weniger Fleisch essen, brauchen wir viel weniger Futteranbauflächen. Und dazu ist es noch erheblich gesünder. Und in Ihrem Antrag lese ich darüber gar nichts. Und Fakt ist doch, es gab doch vor der Ukraine-Krise schon Hungernde. 8 Millionen, 100 Millionen. Lassen Sie uns doch besser jetzt gemeinsam an klugen, integrierten und differenzierten Lösungen arbeiten, die die Resilienzfähigkeit der Agrarsysteme insgesamt und auch die Selbstversorgungsquote in den Regionen erhöhen. Dafür lade ich Sie ein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Spalleck. Nächster Redner ist der Kollege Dieter Stier, CDU/CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wir beraten heute einen Antrag der Unionsfraktion, welcher zügiges Handeln und
kluge Überlegungen, vorausschauende Überlegungen eng miteinander verbindet, um in einer sehr schwierigen Lage gerecht zu werden. Der Krieg in der Ukraine, in der Turmkammer Europas, verursacht nicht nur ein Vielfaches an menschlichem Leid, sondern er gefährdet auch die ukrainische Landwirtschaft. Und er hat international erhebliche Auswirkungen auf unsere Agrarmärkte. Die bitteren Folgen, da sind sich alle Beobachter einig, werden wir in den nächsten Monaten erst noch deutlich zu spüren bekommen. Blockierte Häfen, Knappheit bei Diesel und Düngemitteln, zerstörte Technik, die kriegsbedingten Schäden. Allein im ukrainischen Agrarsektor belaufen sich gegenwärtig bereits auf 6,4 Milliarden US-Dollar, so die Berechnungen der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen. Die Folgen für die importabhängigen Länder sind noch nicht bezifferbar. Das Getreidedefizit auf den Weltmärkten trifft die Abnehmer im Nahen Osten sowie in Nord- und Ostafrika besonders hart. Libanon, Mauretanien, Tunesien, Djibouti hängen fast vollständig von den Einfuhren aus der Ukraine ab. Somalia und Eritrea immer noch zur Hälfte. Nur wer jetzt sofort entschieden handelt, meine Damen und Herren, der kann der drohenden Hungerkatastrophe noch etwas Substanzielles entgegensetzen. Jeder Beitrag zählt, die Zeit läuft und sie läuft gegen uns. Die Versorgungskrise kann jedoch durch eine einfache Weichenstellung recht schnell zumindest abgemildert werden. Die Lösung liegt auf der Hand. Der sofortige Stopp der Zwangsstilllegung von 4% unserer Agrarflächen. Diese Stilllegungspflicht, meine Damen und Herren, muss überdacht, sie muss aufgehoben werden. Und ich sage Ihnen, sie wird sonst 2023 zur großen Ampelhypothek, dem ideologischen Hemmnis bei der Bekämpfung der Hungerkrise. Eine Flächenfreigabe bedeutet zuallererst die Versorgung zur Stabilisierung, bedeutet zusätzlich bis zu 1 Million Tonnen Weizen verfügbar zu machen, allein in Deutschland, Europa noch nicht mitgerechnet. Und ja, ich kenne auch Ihre Kritik. Der Ertrag, haben wir gerade gehört, sei doch viel zu gering. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Vielleicht werden es nur 600.000 Tonnen. Nein, in der aktuellen Situation müssen wir für jeden Ertrag, jeden Zentner, den wir oben draufsatteln können, dankbar sein. Gerade wenn er durch eine schnelle Entscheidung erreicht wird. Auch mit neuen Züchtungsmethoden. Der von der FDP benannte Sachverständige Professor Qualm hat sich in der öffentlichen Anhörung am Montag nach meiner Wahrnehmung nachdrücklich dafür ausgesprochen. Hören Sie einfach auf ihn. Doch anstatt alles zu mobilisieren, was machbar ist, um diese Chance zu nutzen, verharrt die Ampelregierung bockig und ignorant in ihrer Schmollecke und will nichts davon wissen. Ihre Verweigerung, Frau Staatssekretärin, der Minister ist ja leider nicht da, ist falsch. Ungenutzte, zwangsstillgelegte Flächen, also Brachflächen bei einer Hungerkatastrophe als nicht verhandelbar zu deklarieren, ist nicht nur zynisch gegenüber den Betroffenen in den Entwicklungsländern, es ist auch ein Angriff auf die humanitären Grundsätze unserer modernen Gesellschaft. Und uns dann Unaufrichtigkeit in dieser Sache vorzuwerfen, nur weil wir Ihren Job machen und echte Lösungen aufzeigen, das verdeutlicht das Ausmaß Ihrer Verzweiflung, mit Ihrem selbstgeschaffenen Dilemma anständig umzugehen. An der Stilllegung festzuhalten in dieser aktuellen Notlage ist und bleibt unverantwortlich. Andere hungern, sie legen still, nur um fern vom Hungeralltag in Afrika ihre abstrakten ökologischen und ideologischen Fantasien zu befriedigen. Das kann in unserer aktuellen Situation doch nicht richtig sein, und das wissen Sie auch genau. Meine Damen und Herren, ich stelle heute hier an diesem Pult abschließend fest, Sie wollen keinen verantwortungsvollen Beitrag leisten. Wir schon. Sie wollen ausbremsen, wir wollen beschleunigen. Und weil wir jetzt jedes Potenzial nützen müssen, haben wir Ihnen den passgenauen Antrag hier mitgebracht. Und abschließend noch ein Wort zu Ihrer Moral, zur Weltmoral der Grünen. Und, meine Damen und Herren, ich finde, das ist ein ernstes Thema. Es ist traurig, dass Sie den hungernden Menschen offenbar schon aufgegeben haben. Sie sagen, die Freigabe der Flächen, das bringt sowieso nichts. Lassen wir das einfach. Getreu dem Motto, die paar Leute, die wir satt machen können, fallen doch nicht ins Gewicht. Was ist das für ein Menschenbild, meine Damen und Herren?
vollkommen unverständlich für mich, offensichtlich auch für Ihre eigenen Wählerinnen und Wähler nicht immer zu ertragen, denn bei den Rettungsaktionen im Mittelmeer legen Sie selbst stets allergrößten Wert auf jedes Einzelschicksal. Bei der Hungerkrise dagegen ist es Ihnen vollkommen egal, ob auch nur ein einziger Mensch mehr satt werden kann. Diese Doppelmoral, diese boshafte Missachtung Ihrer eigenen Maßstäbe könnte nicht schlimmer sein. Sie werden die Verantwortung, meine Damen und Herren, für Ihr Unterlassen übernehmen müssen. Und wir stimmen heute auch namentlich ab. Sie können sich alle bekennen, in welches Lager Sie gehören. Vielen Dank. 22 Maßnahmen schlägt die Unionsfraktion in ihrem Antrag vor, um gegen die Ernährungsunsicherheit vorzugehen. Auf Dieter Stier antworten wird nun Rita Hagel-Kehl für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Putin führt einen Krieg in Europa und verstößt damit nicht nur gegen das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine, sondern er setzt auch Hunger gezielt als Waffe ein und trifft damit die Ärmsten dieser Welt. Das Welternährungsprogramm schätzt die Erhöhung der Hungernden auf ca. 47 Millionen Menschen. Der Antrag der CDU/CSU versucht, das hier aufzugreifen. Sie fordern unter anderem Maßnahmen im Bereich der Entwicklungshilfe. Diese Maßnahmen, dieses Sofortprogramm ist bereits unterwegs, also sie kommen etwas zu spät damit. Wir haben ja heute auch die parlamentarische Staatssekretärin aus dem BMZ hier sitzen. Ich kann Ihnen das alles noch mal erklären. Ich versuche es jetzt auch einmal. Auf dem G7-Treffen, das eben gestern gestartet hat, soll eben der Startschuss für ein Bündnis für ein globales Entwicklungssicherheitspaket geschnürt werden. Außerdem hat die Bundesregierung bereits ein 430 Millionen Sofortpaket geschnürt, unter anderem mit Aufbau sozialer Sicherungssysteme, Basisdienstleistungen im Bereich Gesundheit und Bildung, Wasserversorgung, Förderung klimaangepasster Landwirtschaft und Ernährungssicherung am Horn von Afrika. Damit verfolgen wir ein Ziel, nämlich nicht, dass Deutschland die Welt ernähren muss, sondern dass wir die Welt befähigen, dass sie sich selbst ernähren kann. In dieses Konzept passt auch die Sonderinitiative Eine Welt ohne Hunger mit 150 Millionen Euro. Dabei wird zum Beispiel Bereitstellung von Betriebsmitteln wie Saatgut und Dünger und Beratung von Landwirtinnen und Landwirten gefördert. Das Kabinett hat außerdem am 27.04. beschlossen, zusätzliche Mittel für Entwicklungszusammenarbeit in Höhe von 1 Milliarde Euro zu bewilligen. Das Parlament berät gerade darüber. Aber lassen Sie mich noch auf ein paar Punkte Ihres Antrags eingehen, die Herr Stier gerade so ausführlich erklärt hat. Zum Beispiel auf den Punkt 13, mehr Pflanzenschutzmittel auf ökologischen Vorrangflächen. Sie glauben anscheinend, die Landwirte wollen das. Jetzt zeige ich Ihnen das Beispiel meiner ostbayerischen Molkerei auf, die auch übrigens sehr gut exportiert, zum Beispiel einen tollen Mozzarella. Die haben vor Jahren Glyphosat verboten für ihre Milchbauern. Vor 4 Wochen haben sie beschlossen, das erlauben wir jetzt wieder. Was glauben Sie, was passiert ist? Ein Aufschrei unserer Milchbauern und Bäuerinnen. Die wollen das Glyphosat nicht mehr verwenden. Sie blicken auch genau dahinter, was hier eigentlich dahinter steckt, nämlich damit kann man den Milchpreis wieder senken. Gleichzeitig kostet das Glyphosat noch zusätzlich Geld, also ist auch noch mal schwieriger in der Anschaffung. Und was dazu kommt, wir haben hauptsächlich Grünland, also es macht auch gar keinen Sinn. Punkt 18 Ihres Antrags, moderne Züchtungsmethoden, hat Herr Stier genannt. Nennen Sie es doch das Kind beim Namen, es geht um Gentechnik. Die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland wollen keine Gentechnik, auch unsere Landwirte lehnen das ab. Punkt 20, Ausweitung der sozialversicherungsfreien Beschäftigung für Saisonarbeitskräfte. Damit kommen Sie jedes Jahr an. Die letzten 2 Jahre war Corona der Grund. Jetzt ist der Grund, sonst können die Ernten nicht eingebracht werden von Obst, Gemüse und Sonderkulturen. Also Sie wollen mir erklären, also wenn die Saisonarbeitskräfte nach 70 Tagen dann
sozialversicherungspflichtig werden, dann kann man nichts mehr einbringen der Ernte. Also Sie unterstellen den Landwirten, sie haben zu viel angebaut und dann kann es nicht mehr eingebracht werden. Also jedes Jahr eine neue Begründung, die irgendwo sehr fadenscheinig ist. Punkt 21. Fahrten mit einem Gesamtgewicht von 44 Tonnen sollen jetzt bis 150 Kilometer erlaubt sein. Dass man dafür sehr viel Diesel braucht, so 44 Tonnen zu bewegen, das weiß ich aus der eigenen Familie, das kostet einiges an Diesel. Und der Diesel ist ja gerade auch so günstig geworden. Also das heißt höhere Energiekosten für die Landwirtinnen und Landwirten. Aber dafür haben Sie in Punkt 22 dann die Lösung mit finanziellen Entlastungen gegen die Verteuerung. Dass man damit auch den CO2-Ausstoß fördert, ist Ihnen eigentlich ganz egal. Wir heizen damit nochmal den Klimawandel an. Und nachdem die Erde ja leider keine Scheibe ist, sondern eine Kugel, trifft das wieder die Ärmsten der Armen. Damit haben Sie das Ziel, das wir eigentlich verfolgen müssten alle zusammen, nämlich die globale Ernährungssicherheit im Einklang mit Klimaschutz und Biodiversität unter einen Hut zu bringen. Total verfehlt, deswegen lehnen wir den Antrag ab. Dankeschön. Die AfD-Fraktion hat einen Antrag eingereicht, in dem sie sich mit den Kosten für die Landwirte beschäftigt, unter anderem mit den Kosten für Düngemittel. Und für die AfD-Fraktion spricht nun Frank Rink. Herr Präsident, werte Kollegen, wir stehen vor der nächsten großen Krise, einer Krise, bei der die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln auch in Deutschland auf dem Spiel steht und es keinen Platz mehr für ideologische oder weltfremde Fantasien geben kann. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln in unserem Land muss sichergestellt sein. Die AfD fordert eine pflanzengerechte Düngung, um möglichst hohe Erträge von guter Qualität auf unseren heimischen Feldern zu erzeugen. Meine Damen und Herren, dies sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Aber leider war die Politik in diesem Hohen Haus in den letzten Jahren und besonders seit der Bildung der Ampelregierung eher darauf bedacht, unsere Bauern zur Aufgabe ihrer Betriebe und Höfe zu bringen und unsere Landwirtschaft abzubauen. Damit muss nun Schluss sein. Wir können uns so eine verantwortungslose Politik nicht länger leisten. Wir müssen die Versorgung unserer Bevölkerung sicherstellen und darüber hinaus müssen wir auch in der Lage sein, wirtschaftlich schwächere Länder mit Nahrungsmittelexporten zu unterstützen, um Fluchtbewegungen nach Europa vorzubeugen. Diese erfordert natürlich, wie in unserem Antrag beschrieben, eine intensive Landwirtschaft mit pflanzengerechtem Düngereinsatz und keine Mangel- und Unterversorgung, wie es die Regierung anstrebt. Eine weitere Verringerung unserer Produktion würde zudem die Preise zulasten der Bevölkerung weiter ansteigen lassen. Bei der derzeitigen Inflation ist dies kaum noch tragbar für die Menschen in unserer Heimat. Zum CDU-Antrag sei gesagt, dass wir bei diesem mitgehen können. Schön wäre es gewesen, liebe Kollegen, wenn Sie, wie beispielsweise in Punkt 11, wo gefordert ist, dass die 4% Agrarflächenstilllegung ab 23 aufzuheben ist, mehr auf solche Punkte eingegangen wären. Nun, dies haben Sie jetzt leider nicht, aber in Anbetracht der Lage, dieser Punkt ist genau richtig und darum unterstützen wir Ihren Antrag. Dünger ist leider ein bisschen untergegangen bei Ihnen, darum haben wir aber einen Antrag beigestellt. Zum Glück sind wir ja in diesem Haus vertreten. Vergangenen Montag in der öffentlichen Anhörung wurde ja auch ganz klar, dass wir im Bereich der Düngeversorgung ein großes Defizit zu erwarten haben und die Bundesregierung auch dort ihre Hausaufgaben leider wieder einmal nicht macht. Der stellvertretende Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands, Herr Hämmerling, legte sehr eindrucksvoll dar, dass die Nährstoffversorgung in Deutschland nicht allein mit organischem Dünger gewährleistet ist und dass die Mineraldüngerversorgung kritisch sei. Völlig klar, dass wir auf die Experten hören sollten und unmittelbar die Versorgung mit Dünger sicherstellen müssen, so wie in unserem Antrag gefordert. Werte Kollegen aus der Regierung, kümmern Sie sich um die Düngerversorgung und um zuverlässige Lieferanten. Da aus Russland und der Ukraine nicht mit Mineraldünger zu rechnen ist. Wir müssen unsere Landwirtschaft krisenfest machen und das nicht irgendwann, sondern jetzt.
Herr Minister, leider sind Sie ja nicht anwesend, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie dieser Debatte auch in der Ferne folgen. Überdenken Sie außerdem bitte, wie Sie mit unseren Landwirten umgehen. Unsere Bauern sind keine radikalen Ränder, sondern die Mitte der Gesellschaft und garantieren unsere Versorgung mit Lebensmitteln. Die deutschen Landwirte haben die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, sondern haben eine fundierte, praxisbezogene Ausbildung gemacht. Ich fordere unseren Bundeslandwirtschaftsminister hier und heute auch auf, sich bei den Landwirten, die er da beschimpft hat, zu entschuldigen und sich in Zukunft lieber mit wirklichen Problemen der deutschen Landwirtschaft zu beschäftigen, anstatt unsere Landwirte zu beschimpfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächster Redner hat das Wort der Kollege Ingo Bodke, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der Krieg in der Ukraine hat uns schlagartig die Schwachstellen und Abhängigkeiten bei der Lebensmittelversorgung vor Augen geführt. Ertragsausfälle in der Kornkammer Ukraine, explodierende Lebensmittel- und Düngepreise, ausufernde Energiekosten, der Flaschenhals, Transportweg. In der öffentlichen Anhörung des Agrarausschusses am Montag haben uns die Experten die dramatischen Folgen dieser Krise sehr deutlich vor Augen geführt. Das Ergebnis der Anhörung war unstreitig. Wir brauchen mittel- und langfristig höhere Erträge auf den nur begrenzt verfügbaren Ackerflächen. Aber Ertragssteigerungen dürfen nicht zulasten der Umwelt durch den Einsatz von mehr Dünger und mehr Pflanzenschutzmitteln erfolgen. Wir müssen Produktivität, Versorgungssicherheit und Umweltfreundlichkeit zusammenbringen. Dieser Spagat gelingt nur dann, wenn wir auch unsere technischen Errungenschaften sinnvoll nutzen. Als FDP stehen wir für Technologieoffenheit und Innovation. Deshalb setzen wir auch auf grüne Biotechnologie in der Landwirtschaft. Mithilfe von neuen Züchtungsmethoden können wir in der Landwirtschaft deutlich ertragsreicher und diese umweltfreundlicher machen. Wir müssen die Potenziale der Gentechnik für eine effiziente Produktion mit weniger Einsatz von Chemie nutzen. Deutschland als einer der wichtigsten Industrie- und Biotechnologiestandorte könnte damit einen wichtigen Beitrag zu einer effizienten und gleichzeitig nachhaltigen Lebensmittelproduktion leisten. Diese Technologieoffenheit und Weitsicht in Bezug auf zukunftsweisende Innovationen vermisse ich im vorliegenden Unionsantrag. Erlauben Sie mir noch einen Hinweis. Die gängige Bezeichnung Genmanipulation wird dieser zukunftsweisen Technologie nicht gerecht. Kommen Sie zum Schluss, bitte. Vielmehr sollten wir von Genoptimierung reden. Den Unionsantrag lehnen wir ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wodke. Und nächste Rednerin ist Ina Latendorf, die Sprecherin für Landwirtschaft, ländliche Räume und Tierschutz der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen und Kolleginnen, die Welthungerhilfe sagt, bis zum Jahr 2030 kann und soll der Hunger weltweit beendet werden. Eine ungerechte Verteilung von Ressourcen steht diesem Ziel bisher im Wege. Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und zivilgesellschaftliche Organisationen müssen ihr Zusammenspiel verbessern. Bis zu 811 Millionen hungernde Menschen haben ein Recht darauf. Zitat Ende. Davon sagt der Antrag der Unionsfraktion nichts. Klar ist, die unzureichende weltweite Nahrungsmittelversorgung wird sich durch den Krieg in der Ukraine weiter dramatisch verschärfen. Aber die generelle Krise der Welternährung ist nicht neu. Regionale Strukturen, die regionale Versorgung ist in vielen Bereichen zerstört worden. Deutlich sichtbar ist das dort, wo Menschen hungern, aber auf den Feldern statt Hirse und Mais Rosen für die Supermärkte in Europa wachsen. Und was ist die Ursache?
Profitgier. Und das haben die Regierungen der letzten Jahrzehnte mitgemacht und zu verantworten. Die Sachverständigen haben dies in der Anhörung aus meiner Sicht am Montag ganz deutlich bestätigt. Es wurde nach der Krise 2008 so weitergemacht wie zuvor und nichts geändert. Fakt ist, vor der Pandemie war die Zahl hungernder Menschen laut FAO anhaltend hoch. Die Hauptursache hierfür sind Armut, soziale Ungleichheit, Kriege, gewaltsame Konflikte sowie die Klimakrise. Und schon vor Ausbruch des Krieges waren 10% der Weltbevölkerung unterernährt. Jeder dritte Mensch hatte keinen Zugang zu gesunder Ernährung. Schuld daran ist, global gesehen, aber nicht eine zu niedrige Produktion, sondern der mangelnde Zugang. Die Einkommen sind einfach zu niedrig. Und es gibt große Einkommensunterschiede. Es fehlt also soziale Gerechtigkeit. Der börsengetriebene, erhebliche Preisanstieg für Lebensmittel wird den Hunger in den ärmsten Regionen der Welt verschärfen. Die durchschnittliche Verteuerung an Lebensmitteln lag von März zu April 2022 bereits bei 30%. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat aber nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun, denn noch ist das Angebot da. Die Hungernden und von Hunger bedrohten Menschen in dieser Welt werden gewiss nie verstehen, wie man auf eventuelle Preisentwicklung von Lebensmitteln Wetten abschließen kann, um Gewinn zu erzielen. Und das ist eine perverse Form der Spekulation. Maßnahmen zur Eindämmung der aktuellen Preis- sowie der Ernährungskrise dürfen nicht gegen Klimakrise und soziale Ungleichheit ausgespielt werden. Aber gerade das lese ich in diesem Antrag. Es geht um die Welternährung, aber Sie blicken nur auf die europäische und deutsche Landwirtschaft, ohne wirklich nachhaltige globale Lösungen anzubieten. Und das ist kurzsichtig. Die Stärkung von regionalen Wirtschaftskreisläufen in den von Hunger betroffenen Regionen ist notwendig, um das Ziel zu erreichen. 2030 darf es keinen Hunger auf der Welt mehr geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Ladendorf. Als nächstes erhält das Wort die Kollegin Renate Künast, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich, obwohl ich gar nicht vorhatte, so richtig auf alle Redebeiträge eingehen, mich auf Herrn Stier konzentrieren und den Stier bei den Hörnern packen. Was mir gefehlt hat, Sie haben ja sehr emotional, empathisch und so und über Moral geredet. Warum ist in Ihrem Redebeitrag, Herr Stier, mit keinem Wort die zweite Enzyklika des Papstes Franziskus von 2015 erwähnt worden? Laudato si. Das gemeinsame Haus. Warum haben Sie darüber nicht geredet? Ich sage Ihnen warum. Weil Sie, wenn Sie 2015 gesagt hätten, hier sofort an dieser Stelle hätten erklären müssen, was Sie aus diesem gemeinsamen Haus, diesem Laudato si, nicht gemacht haben. Nicht gemacht haben. Sorry. 21, fast 200 Millionen Menschen haben akuten Hunger in Krisenniveau. Was haben Sie gemacht, 21? Wo waren Sie? Wo waren Ihre Aktivitäten? Oder im Rahmen der Corona-Krise haben zusätzlich 320 Millionen Menschen kein gesundes Essen gehabt. Sie haben 163 Millionen Menschen haben weniger als $5 am Tag verdient. Durch den Krieg sind da noch mal 47 dazugekommen. Ich habe vermisst, dass Sie gesagt haben, was Sie denn getan haben hätten. Dann hätten Sie uns vorschlagen können, Ihre guten Dinge fortzusetzen. Aber da war nichts fortzusetzen, Herr Stier. Sie reden. Ja, das muss man sagen. Wir wissen seit Langem, durch Konflikte, durch wetterextreme Klima- und Wirtschaftskrisen wird Hunger ausgelöst und steht da nachhaltig. Hätten Sie doch mal was gemacht. Stattdessen reden Sie hier am Ende unter dem Vorwand, sich um die Welternährung zu sorgen von vielen Millionen Menschen, über ein Belastungsmoratorium und benennen die ökologischen Vorrangflächen, deren Klima- und Biodiversitätsauswirkungen Betriebsgrundlagen der Bauern sind, insbesondere für die Jüngeren, die benennen sie in Stilllegungsflächen um und behaupten dann noch, dass das bisschen Gewässerrandstreifen und anderes den Welthunger beseitigen würde. Absurd! Warum hat denn Ihre Ministerin Klöckner diese ganzen Strategieplan für die nächste GAP genauso verabschiedet? Fragen Sie doch Frau Klöckner, warum da 4% ökologische Vorrangflächen drinstehen. Und das war noch ein fauler Kompromiss, Herr Stier.
Ich will Ihnen sagen, wir haben nichts zu verschenken. Ich weiß, dass der DBV gesagt hat, der Vorschlag zum Thema Weizenfruchtwechsel von Cem Özdemir sei der, der viel mehr bringt. Lassen Sie uns wirklich globalen Hunger bekämpfen. Es gibt dazu Krisenreaktionspläne. Das AA, das BMZ, das Landwirtschaftsministerium arbeiten zusammen. Wir geben 430 Millionen Euro an der Stelle aus. Und ich sage Ihnen mal, auch wenn Sie manches schlecht reden und am Ende sagen, noch mehr Chemie, Sie haben doch in diesem Haus für Ihren Herrn Minister Müller einen großen Antrag eingebracht, dass weltweit der Hunger bekämpft wird und die Armut durch Agrarökologie. Warum reden Sie dann heute das Gegenteil? Vielen Dank, Frau Kühnerst. Renate Künast, Sprecherin für Ernährung und Landwirtschaft. Sie war ja mal Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 2001 bis 2005. Und der nächste Redner, Max Straubinger von der CSU, ist Landwirtschaftsmeister in der Ausbildung und Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben natürlich heute wieder eine erhitzte Debatte, denn natürlich der Hunger in der Welt, der rückt mehr ins Blickfeld der Bürgerinnen und Bürger. Und Frau Kollegin Künast, wenn Sie jetzt ausführen, also dass Produktion nicht wäre und nicht sein soll, dann frage ich mich, wie wollen Sie den heraufziehenden zusätzlichen Hunger in der Welt aufgrund des Krieges in der Ukraine bekämpfen? Den bekämpfen wir nicht mit zusätzlichem Geld für die Welthungerhilfe, sondern den Hunger in der Welt bekämpfen wir mit dem, dass wir Angebote, nämlich Weizenerzeugung, also mit tätigen. Nur Weizen beinhaltet Kilokalorien zur Ernährung und nicht das Geld. Also das muss man hier mit betrachten. Und von daher gilt es, die Produktion anzukurbeln. Und das ist bei Ihnen ständig in der Kritik. Die ganze Europäische Union ist in der Verantwortung. Den Ausfall, der bedeutet durch den Krieg in der Ukraine, dass Weizen nicht mehr nach Nordafrika exportiert werden kann. Einmal, weil die Häfen durch Russland blockiert werden und gleichzeitig, weil dort Kriegsgeschehen ist. Und jetzt sich herausstellt, dass möglicherweise 10 bis 12 Millionen Tonnen weniger Weizen sozusagen in diese armen Länder zur Ernährung der Bevölkerung hier auch mit anlanden kann. Das bedeutet, dass die Europäische Union hier einen Ausgleich schaffen muss. Und die Europäische Union ist bereit. Sie hat die ökologischen Vorrangflächen für den Anbau von Getreide und Weizen freigegeben. Deutschland ist das einzige Land in der Europäischen Union, die sich hier verweigert hat. Und das ist unverschämt gegenüber den hungernden Menschen in der Welt. Und dasselbe, Frau Künast, gilt auch für die 4% Flächenstilllegung. Wir arbeiten daran und es muss daran gearbeitet werden, dass diese 4% Flächenstilllegung nächstes Jahr nicht ermöglicht wird. Und die Europäische Union, da bin ich überzeugt, ist auch bereit dazu. Aber Deutschland ist hier der große Hemmschuh, dementsprechend, weil sie die verkehrte Ideologie letztendlich nachfahren wollen und dementsprechend dann nicht bereit sind, den Hunger in der Welt und in den Nahen Osten mit eine Abhilfe zu geben. Und wenn wir in Deutschland diese Flächen freigeben, dann verniedlichen Sie ständig sozusagen, was damit produziert werden kann. Es kann eine Million Tonne Weizen kann produziert werden, nur von Deutschland aus. Das sind 10% des Ausfalls. Das ist Ernährung für 5 Millionen Menschen. Die sind Ihnen wohl gleich jetzt einmal. Das ist unverschämt, das sage ich ganz offen, unethisch und unmoralisch, was Sie hier mit betreiben. Und deshalb plädieren wir dafür, dass dieser Anbau auch getätigt wird, weil es wichtig ist, den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Herr Kollege Straubinger, ich kam ja nicht dazu, Sie zu unterbrechen, Herr Kollege Straubinger. Die ganze Zeit versuche ich das schon. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Gerne. Wunderbar.
Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Kollege Straubinger, danke, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben gerade von Verniedlichung gesprochen und von den Hungernden der Welt. Beim Zweiten sind wir bei Ihnen. Aber jetzt frage ich Sie, warum um alles in der Welt reden Sie dann nicht über die Flächen, die wir freigeben könnten für den Anbau von Lebensmitteln, die heute in die Erzeugung von Agrosprit gehen, 8-9% unserer Erzeugung. Und warum reden Sie nicht über die Flächen, die wir freigeben könnten für die Erzeugung von Lebensmitteln, die heute zu 60% der Getreideerzeugung in den Futtertrog gehen? Es kann doch nicht angehen, dass wir gutes Getreide in den Futtertrog kippen, statt sie den Hungernden dieser Welt zu geben. Lieber Herr Kollege Ebner, ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage, weil dann kann ich dazu auch noch einige Ausführungen tätigen. Ihre Kollegin, die Frau Spalek, hat in ihren einführenden Worten gesagt, wir wollen frei sein von fossilen Energieträgern. Gleichzeitig wollen Sie jetzt den Biosprit verbieten. Wo die frühere Landwirtschaftsministerin Künast mal dargelegt hat, dass die Bauern die zukünftigen Ölscheichs sein werden. Also was wollen Sie? Was wollen Sie? Was wollen Sie? Ich glaube, die Beimischung ist ein wichtiges Element, CO2-sparsam letztendlich also hier die Fahrzeuge zu betreiben, abgesehen davon, dies wesentlich einen höheren Effekt hat in der CO2-freien oder neutralen Umsetzung, ist wie Ihr viel gepriesenes Tempolimit auf den Autobahnen. Also das muss man auch dabei mitsehen. Also hier haben wir also beste Chancen und es ist auch weiterhin wichtig, die Beimischung mitzutätigen. Abgesehen davon, Sie können nicht behaupten, dass alle Pflanzen sozusagen für die Ernährung wichtig sind. Wissen Sie, 4,9 Millionen Hektar Wiese und Grasland in unserem Land, das bedeutet Fleischproduktion durch Rinderhaltung. Die brauchen auch Getreide letztendlich, also für die zusätzliche Ernährung, Herr Kollege Ebner. Also darum hören Sie auf mit dem unnützen Diskussion Teller oder Tank jetzt einmal, beziehungsweise Teller oder Trog. Also das kann es doch nicht wirklich sein, sondern es ist wichtig, dass hier die landwirtschaftliche Produktion auf einen hohen Level gehoben wird. Das trägt bei, den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Fertig, Kolleginnen und Kollegen. Deshalb fordern wir, dass die Stilllegungsflächen, die angedachten Stilllegungsflächen, zukünftig auch bewirtschaftet werden können. Und Frau Spalek, Sie haben da auch ausgeführt, und das ist, finde ich, wirklich gelinde gesagt, einfach eine Falschdarstellung, die Sie geben. Sie haben ja plädiert dafür, dass diese Flächen nicht freigegeben werden. Das sind aber nicht Flächen mit Hecken und Sonstiges, sondern das sind Flächen, die derzeit in der Bewirtschaftung sind, in der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung. Und Sie zeichnen ein falsches Bild gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland. Und das ist infam. Und so geht es nicht weiter. Jetzt noch mal mit dieser Darstellung. Deshalb empfehle ich Ihnen, viele Mittel dem Welternährungsprogramm zu geben, aber gleichzeitig auch die entsprechende Ware, die damit gekauft werden kann, um tatsächlich den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank, Herr Kollege Straubinger. Als nächste Rednerin hat das Wort die Kollegin Silvia Lehmann, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU/CSU. Letzte Woche habe ich, und ich gebe das zu, mit ein wenig Bedauern Ihren Antrag zur zusätzlichen Aufstockung des globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt abgelehnt. Nun legen Sie uns einen Antrag zur Ernährungssicherheit vor. Ihr Antrag
trägt die Sorge der Nahrungsmittelversorgung. Wir alle teilen diese Sorge. Beim flüssigen Lesen des Antrages beschleicht mich allerdings die Sorge, eben auch eine Sorge, dass Sie alles und vieles wollen, nur keine Entwicklung. Mein Eindruck ist, mit dem Antrag benutzen Sie die Krise, um Transformationsprozesse rückgängig zu machen. Genau die Prozesse, die Ihre Fraktion auch in den letzten Jahrzehnten schon ausgebremst hat. Und insofern klingt es schon mutig, wenn Sie nun von der jetzigen Bundesregierung eine krisenfeste europäische und deutsche Landwirtschaft fordern. Am Montag gab es zu diesem Antrag eine Anhörung mit Fachexperten im Fachausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Bis auf einen waren sich alle einig, dass die meisten ihrer Forderungen zu kurz greifen. Wenn Sie uns anschließend in Ihrer Pressemitteilung vorwerfen, ausgerechnet die Ampelregierung würde die agrarpolitische Zeitwende verhindern, waren Sie entweder auf einer anderen Veranstaltung oder die Anhörung lag und liegt Ihnen schwer im Magen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, alle Sachverständigen stimmten darin überein, dass die globale Ernährungskrise bereits lange vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine bestand, dass die Ursachen für Hunger in der Welt nicht zu geringe Agrarerträge sind, sondern bewaffnete Kriege, Klimawandel, Armut und Ungleichheit. Dass der Ukraine-Krieg vor allem ein Preiskrieg mit Profiteuren ist, gegen den eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion rein gar nichts ausrichten kann. Dass wir die Nutzung von Getreide als Biotreibstoff und Futtermittel reduzieren müssen. Dass wir Spekulationen auf Lebensmittelpreise durch Sanktionen, Strafen und Transparenz entgegenwirken müssen. Dass wir die Abhängigkeit ärmerer Länder von unseren Exporten reduzieren und ihnen einen höheren Selbstversorgungsgrad ermöglichen. Und dass wir vor allem die Biodiversität weltweit steigern müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Anhörung hat uns eines gelehrt. Die Debatte zur Welternährung müssen wir viel breiter führen. Hierbei geht es nicht nur um den Anbau von Weizen oder Roggen. Und angesichts der Komplexität erscheint mir die Diskussion des Ja oder Nein zur Freigabe der 4% Brachflächen für das Thema einfach verfehlt. Da Brachflächen wichtige Funktionen für den Wasserhaushalt sowie für die Flora und Fauna erfüllen, wäre der biologische Schaden hier größer als der agrarökonomische Nutzen, so die Experten. Selbstverständlich nehmen wir in der Koalition die weltweite Lage infolge des Angriffskrieges gegen die Ukraine sehr ernst. Neben direkten Hilfen für alle vom Krieg betroffenen Menschen setzen wir uns auch für eine wirksame Sicherung der globalen Nahrungsmittelversorgung ein. Die Bundesregierung hat bereits auf die Verknappung von Futtermitteln, insbesondere im ökologischen Bereich, reagiert. Dieses Jahr darf der Aufwuchs auf ökologischen Vorrangflächen für Futterzwecke genutzt werden. Sogar der Deutsche Bauernverband lobte zudem die Aussetzung der Pflicht zum Fruchtwechsel für ein Jahr. Es sei die entscheidende, weil schnell wirkende große Maßnahme zur globalen Versorgungssicherung, da auf guten Standorten die Bodenqualität nicht leidet, wenn Weizen zweimal nacheinander angebaut wird. Ich empfehle Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU und CSU-Fraktion, einfach noch mal in die Anhörung reinzuschauen. Der Bundestag bietet das an. Die Beschlüsse der G7 vom 14. Mai sind in ihrer Konsequenz wesentlich weitreichender als Ihre Forderung im Antrag. Und die Debatte hat das mir jedenfalls wieder mal sehr deutlich gemacht. Wir lehnen Ihren Antrag ab und wir werden unseren Transformationsprozess weiter fortsetzen, weil wir das tun müssen. Ich danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Weber.
Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Dr. Das war Silvia Lehmann von der SPD. Und jetzt der letzte Redner in der Debatte ist Gero Clemens Hocker von der FDP, ist landwirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Ich sage es ganz unumwunden hier an dieser Stelle für meine Fraktion, dass wir es für falsch halten, an dem festzuhalten, was unter anderem auch die von der CDU-CSU getragene Bundesregierung der letzten Legislaturperiode mitverhandelt hat, nämlich 4% der landwirtschaftlichen Flächen stilllegen zu wollen. Das halte ich falsch in Friedenszeiten, das halte ich in Kriegszeiten erst recht für falsch. Deswegen sage ich Ihnen auch ganz ausdrücklich, dass die Koalitionäre in dieser Frage sich nicht einig sind und dass wir noch als Freie Demokraten Überzeugungsarbeit leisten müssen. Aber mir ist es deutlich lieber, wenn die Menschen da draußen erkennen, wo die einzelnen Schwerpunkte und vielleicht auch manchmal die Meinungsunterschiede liegen, als ein Wischiwaschi, wo man meint, über alles sozusagen den Deckmantel des Schweigens zu breiten. Es ist richtig, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass hier an dieser Stelle auch einmal Unterschiede deutlich werden, damit die Menschen wissen, bei wem sie, bei welcher Position sind, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und ich will nur eins an dieser Stelle mal ganz deutlich sagen. Es hat in den letzten 6 Monaten seit Bestehen dieser Bundesregierung nicht einen einzigen gesetzgeberischen, nationalstaatlichen Alleingang gegeben. Und das ist ein wohltuender Kontrast zu Insektenschutzpaketen, zu Nutztierhaltungsverordnungen und vielen anderen Initiativen der letzten Wahlperiode, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die immer nur einen Effekt hatten, und zwar die Produktionsstandards innerhalb Europas immer zulasten der Landwirte in Deutschland zu verschieben. Und es ist gut und es ist richtig, dass diese Politik endlich ein Ende hat, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Drittens. Wir werden in den kommenden 3,5 Jahren das Baugesetzbuch endlich überarbeiten, weil es doch nicht sein kann, dass es Betriebe da draußen gibt, die gerne investieren möchten, Kommunen aber überhaupt nicht in der Lage sind, eine Genehmigung zu erteilen. Auch das ist das Ergebnis der letzten 16 Jahre. Meine Damen und Herren, wir werden Planungs- und Investitionssicherheit schaffen. Wir werden endlich eine europaweite Haltungs- und Herkunftskennzeichnung einführen, weil es doch nicht sein kann, dass sich der Verbraucher immer wieder so gerne hinter dem Argument versteckt, er könne ja nicht erkennen, wo das Tier gehalten wurde, wo es geschlachtet wurde, wie es verarbeitet wurde, meine Damen und Herren. Zur Wahrheit und Klarheit gehört auch dazu, dass hierüber endlich Transparenz hergestellt wird und dass sich der Verbraucher, der die Hauptverantwortung trägt, hinter seinen Argumenten nicht mehr verstecken kann. Er wüsste gar nicht, woher das Lebewesen gelebt hat und wo es geschlachtet wurde. Meine Damen und Herren, es ist in diesem Hause und auch draußen, glaube ich, niemandem verborgen geblieben. Und auch die heutige Debatte zeigt das sehr deutlich, dass die Union, und das meine ich jetzt wirklich konstruktiv in ihre Richtung, noch mit sich ringt, welche Rolle sie in der Landwirtschaftspolitik in der Opposition einnehmen soll. Das meine ich jetzt nicht despektierlich. Aber sie müssen für sich die Entscheidung treffen, ob sie konstruktiv bestimmte Dinge, die ich vielleicht auch eben aufgehört habe, begleiten wollen, konstruktiv mitarbeiten wollen im Interesse unserer Landwirtschaft, oder ob sie weiterhin mit verschränkten Armen in der Ecke sitzen wollen und darüber frustriert sein wollen, dass das, was ich eben aufgezählt habe, sie in 16 Jahren nicht hinbekommen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Gerocker. Damit schließe ich die Aussprache. Ich rufe zunächst auf Tagesordnungspunkt 14a. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel der Ukraine jetzt und in Zukunft helfen, Nahrungsmittelversorgung in der Welt sicherstellen sowie europäische und deutsche Landwirtschaft krisenfest gestalten. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19-880 den Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 19-336 abzulehnen. Die Fraktion der CDU-CSU hat namentliche Abstimmung verlangt.